Jetzt würde ich mir gerne das Video von Dave reinziehen, okay? Bei Rolex Trade-Up haben wir schon einige ausgefallene oder verrückte Dinge gemacht, um an Geld zu kommen. Alter, den kenne ich von Twitch, Poggers. Was aber in dieser Folge passiert, ist komplett krank und nur die wenigsten wissen, dass man damit überhaupt Geld verdienen kann. Was denn? Wir müssen nach Portugal, wir müssen unser Revier markieren, in bis zu 15 Meter Höhe arbeiten und unsere Gesundheit aufs Spiel setzen. Wir werden in dieser Folge einen Tag lang Pinienkerne pflücken gehen. What the fuck? Und warum die Portugiesen das grüne Gold nennen, das unheimlich gefährlich war und wie viel wir an einem Tag verdient haben, erfahrt ihr in dieser Folge von Rolex Trade Up. Pinienkerne? Die kosten im Laden richtig viel Geld, Alter. Die kosten so 3 Euro oder sowas für so 10 Gramm. Die Piniensaison startet genau am 1. Dezember, aber auch schon in den Tagen davor gilt es eine Menge zu regeln. Das richtige Werkzeug muss gekauft und gebaut werden, zu einem Großteil werden irgendwelche Sachen irgendwie zusammengeschweißt, um so eine lange Pole zu haben, um an die Pinien dran zu kommen, und vor allem muss das Revier markiert werden. Hey Rafa, was machen wir gerade? Ja, gerade ist die Entdeckung hier von den Pinienbäumen, die wir morgen am ersten Tag pflücken. Wir gucken gerade eben, ob noch was auf den Bäumen ist, welche Bäume wir am ersten Tag pflücken können. Guck mal, hier zum Beispiel. Da ist ein großer Baum. Den werden wir wahrscheinlich pflücken, der ist direkt auf der Straße. Das heißt, der ist einfach für jeden zugänglich. Bäume auf Grundstücken gehören natürlich den Leuten, denen die Grundstücke gehören. Abseits davon stehen aber überall in Portugal diese Pinien rum, also auch am Straßenrand, in Parks. Und genau die gilt es zu claimen. Genau die muss man als sein Revier markieren. Option. Wie macht man das? Man pisst dagegen? Option 1, als erster da sein und die einfach pflücken. Option 2, genau das, was Rafa gemacht hat, Schilder anfertigen und die an diese Bäume hängen. Da steht drauf, Pinie verboten und Pinie verkauft schon. Also wir haben die Pinie schon verkauft und das hängen wir jetzt überall hin, damit jeder auch Bescheid weiß, dass das von uns ist. Funktioniert das wirklich? Sie sind nicht die Einzigen und sie waren auch nicht die Ersten, die auf diese Idee gekommen sind. Also musste ein bisschen nachgeholfen werden. Haben die einfach Schild? Die haben einfach Pinien geklaut, Junge, what the fuck? Digga, wie dreist, Dave? Direkt, das wird wahrscheinlich einer sein, wo wir direkt um 5 Uhr morgens hinkommen. Wir sind voller Pinien hier. Morgens hieß es dann, hoffen, dass wir, Junge, die Ersten und hoffen, dass wir die, wie Asi, Alter, Einzigen sind. Digga, das sind so arme Portugiesen, deren einzige Möglichkeit es ist, einmal im Jahr irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, damit sie ihre Kinder ernähren können. Und Dave macht deren Schilder ab, klaut es einfach, kauft sich eine Rolex. Was für ein Wichser. Damit wir nicht um Bäume verhandeln oder uns um die Bäume streiten müssen. Boah, direkt Flashback, Digga, bei diesem Sound. Oh, fuck, Junge, ich hasse das. Wir haben kurz vor 6. Ich habe gerade Brötchen geschmiert und jetzt scheint es loszugehen. Alle sind richtig pumped und heute ist der große Tag. Pinien pflücken, Alter. 6:30 Uhr, wir werden uns erst um die Spots, Bro, Tannenzapfen, Alter, kümmern, Kastanien, die allgemein zugänglich sind, wo theoretisch jeder, der hier in der Gegend pflückt, einfach so hingehen könnte, weil es öffentliche Bäume sind, weil die an der Straße stehen, und die grasen wir als allererstes ab, damit wir eben die Ersten sind und uns quasi die Bäume gehören. Das ist Aufgabe Nummer 1 und danach geht es dann Richtung Bäume, denn Pinien? Die, gibt's so einen Pinien-Schwarzmarkt? Die wirklich auch uns gehören, also die auf Grundstücken stehen von Freunden, von befreundeten Familien und so weiter. Jetzt müssen wir hoffen, dass noch niemand vor uns da ist, weil an dem einen oder anderen gestern schon ein Schild dran hing. Sieht aber scheinbar ganz gut aus. Hier ist schon die erste Kreuzung. Genau hier. Vielleicht stellen wir hier das Auto drunter, weil dann kann kein anderer die Pinienbäume mehr pflücken. Junge. Den da heimlich alles runterholen, was geht. Hey, wie macht man das jetzt? Rafa geht jetzt als erstes hoch. Ich warte noch, bis es ein bisschen heller wird, weil ich wirklich das Gefühl habe, das nicht richtig einschätzen zu können. Sieht super unsafe aus. Auf der Kamera sieht es wahrscheinlich sogar heller aus, als es wirklich ist. Die Sonne ist noch nicht auf. Digga, das sieht super unsafe aus einfach. Und Rafa zeigt mir jetzt erstmal, wie es geht. Erst in diesem Moment habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, Pinien zu pflücken. Die Leiter alleine waren circa 8 Meter und von dort aus ging das Klettern erst wirklich los. Junge, what the also im Endeffekt bewegt man sich auf bis zu 15 Metern im Baum, würde ich sagen. Und das komplett ohne Sicherung. Alright, Bro. Langsam wird's hell. Also es ist schon deutlich krasser, als ich es mir vorgestellt habe. Aber es sind auch schon einige Pinien unten. Ich werde jetzt gleich meinen ersten Versuch wagen und hier auch auf einen dieser Bäume klettern. Bin ein bisschen angespannt. Angespannter, als ich gedacht hätte. Kann man nicht einfach mit einer Drohne daran fliegen, Alter? Und das mit so einem Stab machen? Amka. Bro.
Als ob das der einzige Weg ist, Pinien zu pflücken. Das Problem ist, ich weiß auch nicht so genau, auf welche Äste ich mich hier verlassen kann und auf welche nicht. Versuch immer, drei Stützen gleichzeitig zu haben. Ja. Immer nur eine Hand oder einen Fuß frei. Digga, ich habe keine Ahnung, wo ich mich festpacken soll. Oh mein Gott, Digga, stressig. Boah. Die Leiter rutscht. Ey, ich krieg's fix nicht hin. Oh no. Ich hatte wirklich große Probleme. Zum einen hatte ich wie so eine Sperre in meinem Kopf. Ich hatte das Gefühl, ich kann das nicht, das ist zu unsicher und irgendwie habe ich mich einfach nicht wohl gefühlt und es dann einfach Baum fällen, dann kann man die vom Boden pflücken. True. Und beim ersten Baum einfach sein lassen. Es hat nicht geklappt, es hat nicht gepasst. Junge, wie crazy, Alter. Ich habe wirklich angefangen zu zweifeln, ob das das Richtige für mich ist. Rafa war absoluter Pro einfach, Diggi. Okay. Okay, im Prinzip ist das hier genau das, was wir wollen. Nice. Katsching. Katsching. 20 Cent pro Ding? Was? Katsching. Jedes Mal, wenn man so ein Ding abmacht, bares Geld. Ich war unglaublich happy, dass dann auf Baum 2 besser funktioniert hat, ich hochgekommen bin. Was? Und als ich dann mal oben war und so auf 13, 14, 15 Metern stand, war die Angst plötzlich weg. Wow. Yo, Bro. Alter, wir sind so fucking hoch. Ich bin auf dem Baum, zweiter Versuch hat geklappt. Ich hatte immer drei Kontaktpunkte, beide Beine und einen Arm und konnte dann mit dem anderen Arm die Pinien runterholen. Es hat sich komplett sicher angefühlt. Hey, wie krass. Aber das war es natürlich nicht. Ich bin happy, dass es geklappt hat, weil ich dachte gerade eben beim ersten Baum wirklich so, oh, ich könnte mir vorstellen, dass das nichts wird, aber... Falls ihr euch mal gefragt habt, warum Pinien so teuer sind, genau das ist der Grund. Pinien können nicht maschinell gepflückt werden. Das bedeutet, man ist darauf angewiesen, dass Leute wie Rafa oder ich auf den Baum klettern, die... Man kann doch da mit einer Hebebühne hochfahren, oder nicht? Pinien runterholen und die von dort aus dann weiter verarbeitet werden. Niemand von den Leuten, mit denen wir gearbeitet haben, war gesichert. Mit einem Klettergurt oder mit Seilen, mit irgendwas. Man macht einen Fehltritt und du fällst die kompletten 15 Meter runter. Da... führt kein Weg dran vorbei. Also fast egal, wie viel jetzt am Ende des Tages dabei rumkommt, es lohnt sich nicht. Die eigene Sicherheit für ein bisschen Geld oder für einen guten Lohn aufs Spiel zu setzen, macht überhaupt keinen Sinn. Ich werde es nachmachen, ich werde mich verletzen. Das Ganze jetzt mal für einen Tag zu machen, hat sich noch okay angefühlt, weil ich nicht auf das Geld angewiesen war und einfach hätte sagen können, hey, bis hierhin und nicht weiter, ich fühle mich unsicher, ich will es nicht machen. Wenn du das aber als Hauptjob oder als Saisonjob machst und du wirklich darauf angewiesen bist, deine Miete zu zahlen und du darauf angewiesen bist, dann auf 15 Metern zu arbeiten, Junge. Dann bekommt das schon wirklich einen faden Beigeschmack. Erster Baum von mir ist fast durch, Raffas zweiter. Hier unten liegen auf jeden Fall schon einige. Hier, die hat der Dave gerade alle runtergeholt. Die sind schon schön, Dave. Hast du gut ausgesucht, die hier. Alter, wie geil. Nachdem wir die Pinien auf den Boden geworfen haben, haben wir die erst alle probiert auf einen Haufen zu tun und jetzt in diese weißen Säcke verpackt. 30 und 50 Kilo Säcke sind das. Und das sind alles nur Bäume, die öffentlich zugänglich sind, ne? Ja, hier ist sozusagen Free Money Machine hier. Geil, Money Glitch. Wir haben schon über 150 Kilo gepflückt jetzt an Pinien, Dave und ich zusammen. Die Saison hat jetzt bei 1,20 Euro angefangen, das heißt 1 Kilo Pinien im frischen Zustand, der ganze Zapfen, kostet dann also 1,20 Euro. Okay, Bruder. Das heißt 150 Kilo mal 1,20 Euro haben wir so 200 Euro ungefähr, ne? Boah, schon nicht schlecht, aber auch nicht so viel, ne? Geil. 200 Euro für einen Vormittag pflücken. Bin mal noch gespannt, was die anderen gepflückt haben, weil ihr macht das in der Gruppe ja immer so, dass ihr alle an verschiedenen Standorten pflückt, dann aber alle zusammenwerft und dann das Geld aufgeteilt wird, ne? Ja, genau, weil jeder hat halt so seine Spots zum Pflücken. Am ersten Tag, das ist ein bisschen ein kleines Fest hier und dadurch feiern wir das, dass wir einfach alle irgendwo pflücken gehen und dann einfach alles zusammenschmeißen, einmal richtig schön essen gehen und dann über die ganze andere Saison kümmert jeder sich um seinen eigenen Kram. Okay, schön und gut. Wir pflücken die Pinien, wir sammeln die Pinien, wir verkaufen die Pinien. Klar, das hört sich jetzt erstmal so ganz witzig an. Aber warum eigentlich? Was ist daran eigentlich so viel Geld wert und wo steckt das Geld genau in den Zapfen? Imagine, du sagst zu so einem Kollegen so, Bro, ich bin Tanzzapfen-Millionär. Ein voll ausgewachsener
Pinienzapfen. Und wenn ihr euch das anschaut, dann sieht man hier so lauter, sag ich mal, so Lamellen. Und in jeder Lamelle, sag ich mal, sind 2 Pinienkerne drin. Ist halt wirklich nur 2-3% Pinienkern. Und das macht das Ganze so besonders. Weil, wie ihr seht, steinhart. Wenn du so ein Ding auf den Kopf bekommst, Alter, die sind so schwer, ne? Wenn du das auf den Kopf bekommst, du müsst doch dran riechen. Dave, riech mal dran, Alter. Ohne Spaß. Ja, ja. Das ist jahrelang, habt ihr den besten Duft überhaupt. Wir können daraus auch ein Parfüm entwickeln oder so. Diese Pinienzapfen müssen sozusagen in einem Ofen gelagert werden und dort erhitzt werden, sodass sie nach und nach aufbrechen. Das hier ist jetzt natürlich ganz natürlich, hat sich das geöffnet. Ne? Und wenn wir dann mal hier reinschauen, dann finden wir hier diese schwarzen Hülsen. Das sind Pinienkerne. Genau das hier. Und hier drin ist der Pinienkern. Kommt nichts bei rum. Ah, hier, ne? Den Pinienkern. Naja, aber was? Da ist auf jeden Fall der Pinienkern drin. Wer hat denn herausgefunden, dass der da drin ist? Genau, da ist der Pinienkern drin. Und jetzt erstmal hier auf den Truck und ab in die Richtung. Bevor wir jetzt wiegen und verkaufen gehen, wurde gerade erstmal ein bisschen Hähnchen und Pommes gekauft. Frangusch! Was heißt das? Hähnchen. Weil der 1. Dezember wie so ein Feiertag unter den Pinienpflückern ist, werden alle Pinien der Gruppe zusammengeworfen und am Ende das gesamte Geld geteilt. Nein, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt werden alle Pinien verkauft, die über den Tag gepflückt wurden. Der ganze Laster ist voll. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall nach einer Menge Kohle aus. Dann so auf dem Truck zu sehen, was ein Tag Arbeit im Endeffekt wirklich für eine Auswirkung hatten, dass alles voll war mit Pinien, war schon sehr beeindruckend und es war auch sehr schön, dass der Tag dann irgendwann zu Ende ging, weil oder das ist so voll die Wirtschaft, von dem man gar keinen Plan hat. Harte Arbeit, gefährliche Arbeit und für mich war es gut, dass es dann auch irgendwann zu Ende ging. In dieser Verkaufsstelle wird alles gesammelt und großhandelsmäßig dann nach Italien verkauft, wo die Pinien weiterverarbeitet werden. Von hier werden jetzt alle unsere Säcke auf die Waage gepackt, die da steht, und dann kommen die da in dieses Riesenlager. Und jetzt erfahren wir endlich, wie viel Geld wir heute an dem Tag eingenommen haben. Ich bin super pumped. Rafa, was glaubst du, was schätzt du? Gut wäre eine Tonne, würden wir eine Tonne schnappen. Boah, das ist aber hart, das ist sehr viel. Tonne wird sich aber schon krank lohnen, oder? Über 700. Über 700, ja. Heftig. 749. 750. Ja, sogar mehr. Insgesamt sind an diesem Tag 749 Kilogramm Pinien zusammengekommen. Von uns, einer Gruppe aus 5 Personen. Crazy. Das schmeckt schon, ne? Ein Kilo bringt beim momentanen Kurs 1,35 €, was insgesamt einen Preis von 1.011 € macht. Insgesamt bedeutet das, dass pro Person 202,23 € rumgekommen sind. Für einen Tag ist das nicht wenig, oder? Was eine Menge Geld ist. Für einen Tag Arbeit, keine Frage. Das ist wirklich eine Menge Geld. Ja. Für das Risiko aber lohnt sich das in keiner Welt. Ich würde es niemandem raten. Ich finde es ziemlich krass, dass ich mach's nach. Die alle ohne Sicherung unterwegs sind. Ich werde es nachmachen, Dave. Und ich wünsche es niemandem. Ich werde es nachmachen und mich dabei verletzen. Bis irgendeiner der Äste das Gewicht nicht hält. Und es ist dann deine Schuld. Bis irgendeine Scheiße passiert. Ich habe auch mit Rafa gesprochen. Das passiert halt. Das ist einfach nicht vermeidbar, wenn man ungesichert auf diesen Bäumen rumturnt. Deswegen, ich kann das nicht so richtig befürworten. Es war trotzdem eine geile Erfahrung. Ich würde mir wünschen, dass die ganzen Jungs das anfangen, mit Sicherung zu machen. An sich hat es eine Menge Spaß gemacht und ich bin froh, dass wir 200 € mehr in der Rolex Trade-Up-Kasse haben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keins der folgenden Videos verpasst. Besonders nicht die Helium-Auflösung, die nächste Woche kommt und dann möglicherweise... Perfekt, Dave, machen wir.